Hallo zu US-Vorbörse und wir schauen nach Frankfurt. Wir haben ein ganz zweigeteiltes Bild. Wir haben auf der einen Seite amerikanische Futures, die eher auf einen sehr schwachen Handelsstart hinweisen. Auf der anderen Seite einen DAX, der es bisher ja versteht, zumindest sein Niveau ein bisschen zu verteidigen. Was sind so momentan die Faktoren, die für die Stabilität, ungewohnte Stabilität in Frankfurt sorgen? Ja, was heißt Stabilität? Wir halten uns halbwegs wacker, aber leicht im Minus, haben natürlich aber auch in der Vorwoche und seit Jahresbeginn schon einiges an Boden gut gemacht. Und man muss natürlich bedenken, es sind ja doch noch einige politische Fragezeichen offen. Also zum Beispiel das Thema Shutdown, dass der jetzt erstmal beendet wurde, kam natürlich am Markt gar nicht so schlecht an. Aber es ist ja trotzdem erstmal nur eine Frist bis zum 15. Februar. Dann muss man noch mal weiter gucken. Auch beim Thema Brexit ist ja noch nach wie vor alles offen. In dieser Woche ja die Abstimmung dann in Großbritannien zum Thema Plan B. Der Handelskonflikt USA-China, auch ein Dauerbrenner-Thema. Also es sind da doch noch einige Fragezeichen, einige Baustellen quasi offen. Dafür hält sich der DAX eigentlich gar nicht so schlecht. Und man muss jetzt natürlich auch gucken, was im Rahmen der Berichtssaison von den Unternehmen kommt. Also offensichtlich glaubt man trotzdem am Markt gerade noch so ein bisschen an die Vernunft innerhalb der Politik und hat jetzt einfach mal ein bisschen hier Gewinne mitgenommen, nachdem es seit Jahresbeginn so gut gelaufen ist. Da haben wir so rund 7% beim DAX gut gemacht. Da kann man dann schon mal ein paar Gewinne realisieren, zumal man sich ja eben nicht so völlig darauf verlassen kann, dass in der Politik dann auch die Vernunft an alleroberster Stelle steht. Also da darf man sich noch ein bisschen weiter überraschen lassen. Ja, und dementsprechend haben wir hier jetzt eine eher unaufgeregte Stimmung und warten ab, was von den diversen Baustellen kommt und wie gesagt, was die Unternehmen so vorlegen. Ansonsten haben wir in dieser Woche natürlich noch ein paar andere Termine. Die US-Notenbank zum Beispiel, da werden wir natürlich auch noch mal hingucken. Also dementsprechend kein Wunder, dass wir hier die Füße gerade ein bisschen stillhalten. Und damit vielen Dank nach Frankfurt. Wir schauen ganz kurz nach New York. Also wirklich nur ein kurzer Blick. Sie sehen es, 190, 195 Punkte jetzt. Die Indikation für den Dow sollte es nach unten gehen. Auslöser auf der einen Seite natürlich Donald Trump, der sagt, er ist jederzeit wieder bereit, einen Shutdown in Kauf zu nehmen, um seine Ziele durchzusetzen. Das drückt natürlich ein bisschen auf die Stimmung. Auf der anderen Seite auch die Ankündigung, er ist notfalls bereit, den nationalen Notstand auszurufen, weil das würde ihm natürlich neue Rechte in die Hand geben und neue Mittel in die Hand geben, um vielleicht doch noch sein Vorhaben mit der Mauer zu Mexiko durchzusetzen. Aber da haben natürlich die Demokraten dann schon gesagt, ja, soll er gerne probieren. Wir haben dann schon unsere Anwälte darauf angesetzt, das wird sicherlich ein großer Spaß. Also es wird natürlich kein großer Spaß. Jetzt haben wir Caterpillar. Die Zahlen, die waren auch kein großer Spaß, kann ich Ihnen sagen. Sie sehen es, die Aktie jetzt schon deutlicher im Minus. Das geht zu 6%, 5,5% geht es nach unten. Caterpillar hat Quartalszahlen gemeldet. 2,55 Dollar je Aktie Gewinn im letzten Quartal. Das ist dann doch eine kräftigere Enttäuschung gewesen. Die Anleger bzw. der Markt hatte nämlich mit 2,99 Dollar gerechnet. Also hier schon mal ordentlich daneben gelegen. Beim Umsatz, der ist gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum, zwar um 11% gestiegen, lag mit 14,34 Milliarden US-Dollar, aber lediglich im Rahmen der Erwartung. Also von daher waren ebenfalls keine positiven Impulse zu erwarten. Und jetzt kam der eigentliche Tritt gegen die Knie der Anleger, nämlich der Konzern hat auch noch einen schwachen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gegeben, 2019. Eines der Probleme, der Handelsstreit zwischen den USA und China, hat schon im dritten Quartal dafür gesorgt, im dritten Quartal dafür gesorgt, dass ordentlich bei Caterpillar ordentlich Kosten aufgelaufen sind in dem Zusammenhang. Jetzt wurde nochmal darauf hingewiesen, es ist strukturell ein wenig rumpelig geworden und das Ganze hat jetzt zu diesen Zahlen geführt, die von der Börse nicht gut aufgenommen werden, deshalb nach unten und deshalb geht es mit dem Dow auch erstmal vorbörslich etwas kräftiger nach unten. Was wir hier sehen, ist eigentlich die Volatilität als Index ausgedrückt. Sie wissen, häufig sagt man dazu auch der Fear-Index, also letztendlich der Angstindikator, an dem sich messen oder zumindest mal ablesen lässt, wie denn die Anleger momentan drauf sind. Und man sieht natürlich auf der einen Seite, ja, wir waren da schon deutlich höher, gerade so zum Jahreswechsel, als dann wirklich die Stimmung ihren Tiefpunkt erreicht hatte, Handelskrieg, Zinsangst und so weiter und so fort. Shutdown kam natürlich dazu. So, und dann ist das nach unten gelaufen, hat sich alles ein bisschen beruhigt. In dem Maße sind natürlich die Börsen dann auch gestiegen. Aber Sie sehen, wir liegen jetzt hier bei einem Indexstand bei 18,6, 18,9, irgendwo in dem Bereich. Das heißt, wir sind eigentlich immer noch auf einem Niveau, wo die Anleger durchaus signalisieren,
Für uns ist die Sache noch nicht erledigt. Die Kuh ist noch nicht vom Eis und wir haben genügend Baustellen, die das Ganze natürlich auch rechtfertigen. Also gegenüber dem Sommer, als man wirklich sagen konnte, puh, von Angst ist da jetzt nicht allzu viel zu spüren, sind wir noch meilenweit entfernt. Das wiederum gibt mir so einen gewissen, so eine Portion Optimismus. Denn wenn trotz des Anstiegs viele Anleger noch auf der Seitenlinie, an der Seitenlinie harren, dann ist natürlich durchaus die Überlegung gerechtfertigt oder auch der Rückschluss gerechtfertigt, dass wenn die Ergebnissaison jetzt besser läuft als erwartet, und da nehmen wir jetzt mal nicht Caterpillar als Benchmark, sondern beispielsweise eine IBM und die Tech-Riesen, die ja noch anstehen. Sollte es also besser laufen, könnte dieses Geld wieder zurück in den Aktienmarkt laufen und dann für weiter steigende Kurse sorgen. Also das nur am Rande, ist aber eigentlich eine ganz interessante Randnotiz. Bei Alibaba gibt es eigentlich keine besonderen Nachrichten. Da wollte ich Sie nur noch mal darauf hinweisen, vor einer, ich weiß jetzt nicht, vor 2 Wochen, 3 Wochen, hatte ich Ihnen mal an dieser Stelle gezeigt, dass es sich lohnen könnte, bei Alibaba eben nicht mit den Zahlen einzusteigen, weil das kein besonders signifikantes Ergebnis gebracht hat bei der Durchsicht, statistisch gesehen. Aber dass, wenn man 5 Tage vor den Zahlen eingestiegen ist, man doch mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit Kursgewinne erzielen konnte. Und in diesem Fall ist es tatsächlich wieder so gewesen. Wenn Alibaba, ich glaube, morgen vor Handelsbeginn Zahlen meldet und wir werden die 5 Tage zurückrechnen, dann werden wir sehen, wir kommen irgendwo bei $150 raus. Also von daher hätte wieder ganz gut funktioniert, aber mit der Statistik ist es nun mal so, nehmen wir nur einen Tag mehr dazu, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Also dahin sollte man auch nur dann glauben, wenn man sie selber gefälscht hat. In dem Fall habe ich das gemacht, deshalb kann ich dem auch glauben. Ist ganz interessanter Zusammenhang. Bei der scheint es eher so zu laufen, dass wenn die Zahlen rauskommen, ist mehr oder weniger der Drops gelutscht. Aber vorher kommen die Anleger und freuen sich darüber oder gehen davon aus, dass die Zahlen gut laufen werden. Und bei Alibaba ist das durchaus auch anzunehmen. Das Unternehmen hat eigentlich kaum enttäuscht in den vergangenen Jahren und hat wirklich hohe Wachstumsraten gebracht. Und das Wichtigste natürlich, morgen werden wir dann wieder sehen, wie ist die AliCloud gelaufen etc. pp. Also, sehr interessante Geschichte, finde ich zumindest bei Alibaba. Bei Grubhub ist Credit Suisse der Meinung, dass man da jetzt unbedingt rein sollte in den Wert. Grubhub ist eine Lieferplattform, ein Food-Delivery-Unternehmen, kennen Sie vielleicht auch aus Deutschland, Lieferheld, wie die alle heißen. Takeaway kommen und natürlich Just Eat. Und die sagen, die Aktie hat auf jeden Fall Potenzial von hier aus gesehen von 60%. 130 ist momentan das Kursziel. Die Überlegung bei Credit Suisse ist folgende. Von den größten Lebensmittelketten, also von den größten Fast-Food-Chain-Restaurantketten, sind gerade einmal 6 auf Grubhub vertreten. Also mit 6 kooperiert das Unternehmen. Und der Rückschluss, den Credit Suisse hier zieht, ist ganz einfach folgender. Das wird ein Trend sein, der sich in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Das heißt, es werden immer mehr Restaurants bei Grubhub auf der Plattform verfügbar sein, weil sie sich ganz einfach diese zusätzlichen Umsätze nicht entgehen lassen wollen. Und das bedeutet für Grubhub tendenziell bessere Geschäfte, mehr Umsatz, mehr Gewinn etc. pp. Ist ein ganz interessanter Ansatz. Ja, jetzt hat die Regie schon mal vorweggenommen, worum es hier geht. Jetzt müssen wir ein bisschen nach unten scrollen, bitte, wenn ihr das schon eingeblendet habt. Genau. Stopp. So, also, worum geht es? Ich habe es ja gerade schon gesagt, es geht natürlich diese Woche vor allen Dingen um die Quartalszahlen. Und es werden genügend Unternehmen ihre Quartalszahlen melden, von denen wir glauben, dass sie Trendsetter sind. Also nicht nur von denen wir glauben, dass sie Trendsetter sind, es sind nun mal Trendsetter. Wir haben eine Facebook dabei, wir haben Donnerstag Amazon mit dabei, wir haben morgen nach Handelsende Apple mit dabei. Ach, sehen Sie, jetzt hatte ich mich tatsächlich vertan. Es ist erst am Mittwoch mit Alibaba vorbörslich und das heißt, meine Rechnung geht auf jeden Fall auf, denn dann haben wir den Dienstag noch als zusätzlichen Tag. So, dann haben wir Microsoft noch mit dabei. Wir haben Visa, PayPal, Tesla. Also ganz, ganz wichtige Unternehmen, die ihre Quartalszahlen melden. Die haben wir zumindest, was den Tech-Sektor betrifft. Gehen wir vielleicht noch mal ein Stückchen jetzt nach unten scrollen. Genau, ein Stück nach unten scrollen. Das haben wir noch mal aufgeschlüsselt. Stopp. Und sagen Ihnen, was denn zu erwarten ist und worauf die Anleger letztendlich ihren Fokus richten werden. Denn dass Apple bereits seine Zahlen gemeldet hat, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Also sie haben ja gewarnt und haben dann eigentlich das Ganze vorweggenommen. Aber wenn die Zahlen kommen oder wenn jetzt hier öffentlich die offizielle Veröffentlichung ansteht, erhofft man sich weitere Details zur Service-Sparte etc. pp. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für die anderen Unternehmen. Können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter runtergehen. Also geht dann weiter mit Facebook. Stopp. Geht dann weiter mit Facebook, Q4, Sie sehen es, Umsatz 16,4 Milliarden und der Gewinn 2,50. Ist aber natürlich nicht so interessant, weil
Bei Facebook geht es mittlerweile um andere Dinge. Inwiefern ist das Unternehmen in der Lage gewesen, das soziale Netzwerk besser gegen Fake News zu schützen, gegen Meinungsmache zu schützen, gegen Missbrauch zu schützen, gegen Datenklau, Datenmissbrauch zu schützen, etc. pp. Was wird das Unternehmen mit Instagram weiter anstellen? Vielleicht auch noch, wie läuft es gerade mit WhatsApp? Es gibt ja die Überlegung, dass man alle das zusammenführt, also diese Plattform zusammenführt, WhatsApp, Instagram und Facebook, und dann eine große übergeordnete Technologieplattform draus macht, um das Ganze besser zu verstehen und auch besser zu verarbeiten und so weiter und so fort. Und das Ganze haben wir uns dann nochmal nach unten durchgehen lassen. Dann auch noch die Zahlen von Microsoft und Amazon. Schauen Sie auf jeden Fall mal vorbei. Wenn es Sie interessiert, können Sie das gerne natürlich auf der Aktionär, www.deraktionär.de nachschauen. So, das sei es von meiner Seite schon gewesen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wird sicherlich eine spannende Woche für uns alle. Wir sehen uns dann morgen früh wieder. Gute Zeit und gute Kurse. Tschüss.